Diese Woche demonstrierten im spanischen Valencia zahlreiche, zumeist junge Leute für bessere Bildungsbedingungen. Dabei kam es zu schweren Übergriffen der Polizei gegen Demonstrierende. Zu den Hintergründen, Aussagen des Polizeichefs der Region Valencia und Perspektiven der Proteste bin ich jetzt am Telefon verbunden mit Ralf Streck, freier, im Baskenland wohnender Journalist. Wie ist es zu den brutalen Bildern von Übergriffen der Polizei in Valencia gekommen? Ursprünglich gingen die Schülerinnen und Schüler ja erst einmal auf die Straße, weil ihre Schule bei Temperaturen unter 0 Grad nicht einmal das Geld hatte, um die Heizung anzustellen. Ja, das sind halt so die Bedingungen, wie sie jetzt in einigen Regionen sehr krass auftauchen. Valencia sticht da sicher besonders hervor, weil das eine Region ist, die seit, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber vielleicht sogar seit dem Ende der Franco-Diktatur stets von den Nachfolgern der Diktatur regiert wird, also der man kann sagen, postfaschistische Volkspartei, die ja mittlerweile ganz Spanien regiert. Und diese Partei tut zwar immer so, als wären sie, könnte sie mit Geld umgehen, als wäre sie so in der Wirtschaftspolitik besonders gut. Allerdings hat das dazu geführt, dass die Region praktisch pleite ist. Also das ist die Pleite-Region Spaniens. Da hat man halt mittlerweile, weil unter den letzten 8 Jahren sozialistische Regierung hat man sich einfach nicht an die Vorgaben gehalten, dass man da vielleicht so ein bisschen mal auf die Sparbremse treten sollte. Das hat man nicht getan. Jetzt, weil ja die Regierung in Madrid sich geändert hat und halt aus Berlin die harten Sparvorgaben kommen, musste halt ganz brutal auf die Sparbremse getreten werden. Das bedeutet dann halt, man hat in den Schulen kaum noch Lehrer, weil diese ganzen in Spanien gibt es so ein System der Itinerantes. Das sind so Lehrer, die ersatzweise an den Schulen ohne feste Anstellung dann für jedes Jahr neu angestellt werden oder halt auch verschoben werden, weil in der einen Schule so und so viele Lehrkräfte fehlen, in der anderen so und so viel. Und das führt halt dazu, dass Lehrkräfte fehlen massenweise, dass Material fehlt und vor allen Dingen auch in so Situationen, die man ja in Valencia, was ja an der Mittelmeerküste liegt und normalerweise recht warm ist, zu Situationen führt, dass man, wenn es da mal richtig kalt wurde, wie jetzt in der Kältewelle, wirklich die Leute da bei Minusgraden, und das ist natürlich was anderes, wenn ein Südspanier Minusgraden ausgesetzt ist, als wenn man das in Deutschland ist. Und dann haben die natürlich gesagt, jetzt reicht's, und das mit der Heizung war natürlich nur der Anlass zunächst, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Sind auf die Straße gegangen, schon in der Vorwoche, wurden da schon sehr unfreundlich behandelt, und deswegen war am vergangenen Montag eben die Demonstration dagegen, dass man in der Woche davor schon von der Polizei ziemlich hart angegangen wurde. Ziemlich hart angegangen wurde. Es gab dann auch wirklich ziemlich viele Bilder, die auch weit über Spanien hinaus dann für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Wie hat sich die Situation diese Woche dann nach Montag weiterentwickelt? Es war halt so, dass vermutlich, also ich meine, es gab ja diese Aussagen da von dem Polizeichef, der dann die zum Teil Kinder, das sind zum Teil also wirklich sehr junge Leute und zum Teil auch ein bisschen ältere, als die Feinde der Polizei bezeichnet hat. Und so sind die natürlich dann am Montag vor allen Dingen mit denen auch umgegangen. Es ging offensichtlich darum, die Proteste im Keim zu ersticken, weil Spanien hat natürlich das Vorbild aus dem letzten Jahr, dass sich aus einer relativ kleinen Vorkommnissen eine sehr große Bewegung entwickelt hat, im letzten Jahr diese Empörtenbewegung. Und offensichtlich wollte man da gleich mal die Wurzeln abschneiden und hat die Leute also wirklich sehr brutal ist gegen die Kinder vorgegangen. Das hat natürlich dann einen mittleren Aufruhr in der Stadt gegeben, weil zum Teil auch einfach Passanten, die halt gesagt haben, hier, das geht doch nicht, ihr könnt doch nicht hier mit auf die Kinder da einprügeln. Dann wurden die auch noch entweder verhaftet oder auch noch verprügelt, sodass es einen riesigen Aufschrei gegeben hat, sowohl in Valencia als auch über das ganze Land hinaus, als dann die Bilder langsam aber sicher auch durch die größeren Medien gedreht wurden, sodass es in, ich glaube, 30 Städten oder 40 Städten dann Solidaritätskundgebungen gab und am Mittwochabend eine riesige Demonstration in Valencia. Jetzt geht es dort weiter, also gestern gab es weitere Demonstrationen und vor allen Dingen auch eine neue Form der Aktivitäten,
die sich wiederum an die empörten Bewegungen im letzten Jahr anlehnt. Und zwar, dass man halt auf die Straße geht, auf die Plätze und dort mobilisiert und sich deutlich sichtbar macht. Und das ist eine interessante Entwicklung. Du hast die Aussagen des Polizeichefs angesprochen, der die Demonstrierenden als Feinde bezeichnet hatte, denen nicht die Kräfte und Schwächen der Nationalpolizei gezeigt werden dürfen. Ist doch jetzt erstmal nicht so verkehrt, wenn die jungen Leute dann vielleicht erkennen, dass die Polizei die herrschenden Verhältnisse verteidigt und diejenigen bekämpft, die die Verhältnisse ändern wollen, oder? Ja, ich denke, das war ein guter Sozialkundeunterricht, in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen heute in Spanien immer noch gelebt wird. Es ist natürlich so, und deswegen ist wahrscheinlich die Vorgehensweise in Valencia halt auch besonders krass und deswegen aber auch sicher sehr gut, dass genau das jetzt passiert. Das sind bestimmt so Vorgänge, die vielen Leuten die Augen öffnen. Zum einen natürlich für junge Leute, die die Erfahrung ihrer Eltern aus der Franco-Diktatur nicht gemacht haben, wo das natürlich völlig normal war, und Lehrer, die halt jetzt ihren Schülern erklären können, was sie in der Franco-Diktatur unter den Leuten ja erlebt haben. Ich meine, in Spanien ist es ja so, dass es keinerlei Aufarbeitung des Faschismus gegeben hat und deswegen heute noch im gesamten Staatsapparat diese, man müsste eigentlich immer noch sagen, also wenn man sich die Volkspartei anguckt, die wurde schließlich von dem Minister der Franco-Diktatur gegründet. In der ersten Regierung saßen etliche Minister aus der Franco-Diktatur. Die haben sich nie von diesem Stil und von ihrer Politik distanziert. Und so machen die natürlich auch zum Teil immer noch weiter ihre Politik. Und deswegen war das auch ganz interessant, als dann der Ministerpräsident Rajoy, der war zum Antrittsbesuch in London, und der hat dann aus London seinen Jungs zugerufen, sie sollen doch ein bisschen Mäßigung walten lassen, weil er um das Bild Spaniens im Ausland besorgt war. Er weiß es natürlich, dass man im Ausland schon ein bisschen mit Argusaugen auf dieses Land guckt, wo jetzt halt mal wieder diese Partei regiert, die ihre Probleme mit der Vergangenheit hat, und dass dann so ein Umgang kommt, und das ist das Einzige, worüber er besorgt halt war, ist über das Bild, nicht darüber, dass da einfach das Demonstrationsrecht quasi außer Kraft gesetzt wird, dass da Jugendliche verprügelt werden, das ist ihm wahrscheinlich völlig egal. Wichtig ist nur, dass man dass das nicht nach außen dringt, weil das ist natürlich auch so eine Sache, die jetzt dann da auftaucht. Das ist ja auch nichts Besonderes und das ist auch keine Spezialität nur dieser Postfaschisten, wenn man sich anguckt, wie zum Teil im letzten Jahr mit den Protestcamps der Empörten umgegangen wurde unter einer sozialistischen Regierung, dann weiß man auch nicht so genau, was der Unterschied ist. Aber gegen diese Politik gibt es immer wieder Proteste. Du hast auch die Empörtenbewegung letztes Jahr schon angesprochen. Siehst du eine Chance, dass sich jetzt von Valencia aus wieder eine große Protestbewegung in Spanien ausbreiten könnte? Ich glaube, die ist gar nicht weg. Also es ist natürlich so, dass das im Winter wenig Sinn macht, jetzt irgendwie auf Plätzen zu kampieren. Ich denke, die Empörtenbewegung hat sich ein Stück weit im Winter in ihre Refugien zurückgezogen. Es gibt ja einige besetzte Zentren und sowas. Und man wird sicher im Frühjahr, und das ist jetzt auch ein bisschen, was so ausgerufen wird, der valencianische Frühling, dass da jetzt verstärkt Aktivitäten kommen. Und das fällt natürlich auch mit den brutalen Einschnitten zusammen, die diese Volkspartei jetzt so im Sozialbereich oder auch im Arbeitsmarktbereich vornimmt. Also die haben eine Arbeitsmarktreform beschlossen, die praktisch das Tarifrecht aushebelt, weshalb man davon ausgehen kann, dass sogar die großen spanischen Gewerkschaften zum Generalstreik aufrufen, und die Empörten, die bereiten seit langer Zeit einen Generalstreik vor. Der Unterschied ist natürlich der, dass die Empörten einen Generalstreik vorbereiten, der quasi unbegrenzt ist. Das werden natürlich die Gewerkschaften nicht machen, aber zumindest mal ein Generalstreik, der jetzt kommen wird, wird dann schon eine ganz andere Bedeutung nochmal kriegen und eine andere Stärke erreichen, als jetzt der Generalstreik gegen die Arbeitsmarktreform, gegen die sozialistische Regierung vor 2 Jahren. Und da dann jetzt so verschiedene Strömungen eher zusammenfließen, also hatten auch die Gewerkschaften jetzt in Valencia zu den Protesten mit aufgerufen. Ich denke, da baut sich einiges auf. Also du würdest sagen, dass Radio Dreieckland hat auch schon über diesen möglicherweise kommenden Generalstreik in Spanien berichtet. Du siehst, dass diese Bewegungen dagegen, dass
die Lohnabhängigen die Krise jetzt mal wieder ausbaden sollen. Die Proteste dagegen und die Proteste für ein anderes Bildungssystem, für an bessere Bildungsbedingungen, dass diese jetzt gemeinsam weitergehen können. Ja, das davon muss man ausgehen. Ich meine, man muss in Spanien halt auch sehen, dass Spanien das Land ist, und das sagt die Caritas, in Europa, in dem die Armut galoppiert. Man hat mittlerweile 580.000 Haushalte, die keinerlei Einkommen mehr haben. Also in Spanien gibt es ja kein Sozialhilfesystem in der Form wie in Deutschland, sondern da kriegt man bestenfalls noch 6 Monate Sozialhilfe und dann ist Schluss. Das heißt, da gibt es jetzt 600.000 Familien, da kann man davon ausgehen, knapp 2 Millionen Menschen, die praktisch kein Auskommen mehr haben. Und da hat halt die Caritas mal so eine Vergleichsstudie innerhalb Europas gemacht und hat festgestellt, dass in keinem Land Europas die Schere so weit auseinander geht. Die Armutsquote in Spanien ist mittlerweile die höchste in der EU, in Euroland und auch der EU 21. Nur in, ich glaube, von Lettland und Rumänien übertroffen in der gesamten EU. Allerdings wird es bei dem Weg, den Spanien gerade geht, wird Spanien sich wie bei der Arbeitslosigkeit sehr bald wahrscheinlich an die Spitze von Europa setzen, und das ist natürlich tragisch. Und ich denke, man wird erleben, also ich meine, es haben ja eine Mehrheit tatsächlich diese postfaschistische Volkspartei gewählt, weil sie natürlich mit dem Umgang der Sozialisten mit der Krise völlig entsetzt waren von dem Umgang. Die haben auch völlig versagt. Jetzt haben natürlich viele, das war der letzte Strohhalm, also man hofft darauf, obwohl völlig klar war, dass das eigentlich ziemlich in die Hose gehen muss, wenn man sich genau angeguckt hat, was in den Regionen gelaufen ist, in denen diese Volkspartei schon vorher regiert hat. Jetzt wird wahrscheinlich diese Hoffnung in eine verbesserte wirtschaftliche Situation sehr bald enttäuscht werden. Und diese Enttäuschung, die könnte dann sehr hart umschlagen, weil damit auch weg ist, man hat dann eigentlich zwischen den beiden Parteien, und die Empörten hatten das ja immer schon gesagt, also die Sozialisten heißen ja PSOE und die andere heißt Volkspartei PP, und die haben immer davon gesprochen, dass man es mit einer PP-PSOE zu tun hat. Dass man eigentlich die beiden großen Parteien sich in allen wichtigen Fragen einig sind, auch was so die Wirtschaftspolitik angeht und was das angeht, wie sogar jetzt der Caritas-Vertreter gesagt hat, oder an seine Mann, also ich meine diese PP, die sind ja auch so, naja, meistens katholische Fundamentalisten, ein Teil von denen sind bekennende Mitglieder des Opus Dei, dass sie an die appelliert haben, die sollen doch mal ein bisschen umdenken. Es kann doch nicht sein, dass man nur die Schwachen für die Krise bluten lässt. Das sagt mittlerweile die Caritas denen, weil die Caritas weiß, was ist so an der Basis. Die versorgen mittlerweile da in armen Küchen ungefähr 1,5 Millionen Menschen in Spanien. Die wissen, was sich da zusammenbraut. Und wenn diese Hoffnung sehr bald enttäuscht wird, man muss sich ja nur angucken, die neuen Wachstumszahlen der Europäischen Kommission gestern, statt einem erhofften Wachstum von 0,7% wird davon ausgegangen, dass auch Spanien tief in die Rezession fällt. Dann wird die Arbeitslosigkeit noch weiter steigen. Und das bedeutet halt für eine große Teil der Bevölkerung völlige Verarmung. Und in Spanien bedeutet das natürlich auch in allermeisten Fällen, dass man seine Wohnung verliert. Soweit Ralf Streck zur Situation in Spanien. Es bleibt also nicht nur in Griechenland spannend, was die Krisenfolgen angeht, sondern in zahlreichen weiteren europäischen Ländern und allen voran auch in Spanien. Soweit Ralf Streck, freier Journalist aus den